Erste Runde BBL-Pokal, die Oldenburger zu Gast beim BBL-Absteiger aus Tübingen. Und sie haben ein kleines Geschenk mitgebracht. Neuer Big Man Alexander Cesevic als Versicherung auf der 5, weil Norris Akpakoko mal wieder mit Knieproblemen ausfällt. Rein in diese Partie, die Tübinger in Schwarz mit der ersten schönen Aktion. Miles Tension, der Neuzugang aus Zypern, mit dem ersten Dreier für die Tigers. Gino Crandall zusammen mit Justin Jaworski, der neue One-Two-Punch der Oldenburger. Das funktioniert schon sehr, sehr gut. Aber die Tübinger verkaufen sich teuer in der ersten Hälfte. Zweiter Neuzugang bei Tübingen, Kenny Cooper mit dem Dreier aus der Ecke. Aber Gino Crandall, das Doppel in der Mitte gesplittet und dann ab dafür. Slam Dunk vom Neukapitän. Pedro Caes hat ihn statt Max Di Leo zum Mannschaftskapitän ernannt. Ende, erstes Viertel, wieder Kenny Cooper mit dem Buzzer, das 19-17. Die Führung, die Überraschung nach den ersten 10 Minuten. Tübingen mit 2 Punkten vorne, auch im zweiten Durchgang richtig stark. Aber die Kleinigkeiten, die Ballverluste halten die Oldenburger im Spiel. Gino Crandall mit den nächsten Zählern, am Ende waren es 22 für ihn. Eli Brooks, wunderschön, der Connector, Cesevic auf Alen Pjanic mit dem Slam Dunk. Oldenburg setzt sich ein bisschen in der Schlussphase des zweiten Viertels ab. Aber da gibt es ja noch Kenny Cooper mit dem Dreier, -6 zur Halbzeit. Pedro Caes hat sich diese Fahrt nach Tübingen sicher anders vorgestellt in den ersten 20 Minuten. Rein ins dritte Viertel. Schormann wird geblockt, aber wenn was Gutes für Tübingen passiert in diesem dritten Viertel, dann gibt es auch immer was Gutes für die Oldenburger direkt hinten dran. Schormann läuft sich ein bisschen fest, dann aber geistesgegenwärtig auf den US-Amerikaner Gino Crandall mit dem nächsten Dreier. Oldenburg in diesem dritten Viertel setzt sich ab. 13 Punkte plus in diesem Viertel. Und damit dann dieser Klassenunterschied, den alle erwartet haben. Im dritten Viertel zeigt er sich dann sehr, sehr deutlich. Neugebauer, eine gute Partie gemacht. Hier eins seiner Highlights. Vincent Neugebauer, der gebürtige Oldenburger, mit den Emotionen auch in Richtung Fans. Halle nicht wirklich gut gefüllt, aber hier hat er die Fans aus Tübingen mal richtig mitgenommen. Der Drive von Hecker, gut aufgepasst. Ordentliche Hände, Vincent Neugebauer mit dem Slam, der 22-Jährige. Dominik Reinbuth, der neue Coach der Tübinger, hat lange die Ruhe bewahrt in dieser Partie, hat viel versucht zu coachen. Am Ende ist es dann doch einfach im vierten Viertel nicht mehr zu korrigieren. Len Schormann mit einem guten Drive hat eine ordentliche Partie gemacht. Hier Coast to Coast. Sam Idobu da nicht schnell genug auf den Beinen, der Big Man gegen Len Schormann. Kononchuk aus der Ecke, nein, aber dann wieder Gino Crandall mit viel Übersicht, schaut und dann ein Hauch von Kareem Abdul-Jabbar, der Skyhook, zwar 2 Etagen tiefer, aber dennoch ein Hakenwurf, Gino Crandall. Jaworski, ganz schwerer Wurf und das hat ihn in Heidelberg so ausgezeichnet, 20 Punkte für ihn, 4 von 11 Dreiern und der deutliche Sieg für die Oldenburger. Yeah, I mean, we knew they were going to come out with a lot of energy. It's a big game for them, obviously a cup game against a first league team. So like for us, it was just about weathering the storm, doing what we do. And then for us, everything starts in the defensive end. If we get stops, I think we can score with anybody. So for us, it's a lot about getting stops, doing what we can control and then letting the offense take care of itself. Ich finde, heute haben wir gezeigt, dass wir auf jeden Fall, wenn wir alles richtig machen, in einer Halbzeit sehr gut mit einem sehr guten BBL-Team mitgehalten haben. Und das geht es dann halt noch gegen Trier dann am Freitag aufzuzeigen. Tübingen also am Freitag mit dem Pro-A-Start gegen Trier. Die Oldenburger müssen am Samstag gegen Heidelberg ran. Und in Runde 2 des Pokals geht es gegen Frankfurt. Alle Spiele live und auf Abruf bei Dein.